Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Haul-Video und zwar habe ich bei ASOS, bei Shein und bei H&M geshoppt. Das zeige ich euch jetzt alles, besonders weil ja jetzt der Black Friday kommt, könnt ihr euch vielleicht ein paar Dinge abgucken. Wir fangen jetzt sofort an mit ASOS und zwar habe ich da richtig coole Schuhe bestellt. Die sehen so aus. Das sind so Schuhe, die man an kälteren Tagen anziehen kann, aber die sind halt mega stylisch. Die haben voll die schöne Farbe und ich liebe diesen Finish. Und ich finde es auch sehr schön, dass die so schmaler geschnitten sind. Die sehen halt nicht so klotzig aus auf den Füßen oder an den Füßen. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bin so froh über diesen Kauf. Freue mich schon auf die ganzen Outfits, die ich damit kombinieren werde. Auch sehr bequem. Hatte ich bis jetzt nur zum Probieren an, aber trotzdem finde ich sie jetzt schon sehr bequem. Dann brauchte ich neue Sport-BHs und zwar habe ich gesehen, dass die bei ASOS so gut wie alle Marken da haben. Ich habe einmal hier von Adidas so ein Sport-BH mitgenommen. Wirklich sehr bequem. Ich habe schon einige Sport-BHs gehabt und ich finde, das Modell ist wirklich sehr bequem. Hier hinten mit so einem Netzteil sieht man jetzt nicht so dolle. Hier vorne mit einem V-Ausschnitt und dann hier ein Adidas-Zeichen. Dann, ach nee, Nike. Baby, das ist doch Nike, dieses mit Häkchen, ne? Ja. Habe ich eben Nike gesagt oder Adidas? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich meinte natürlich Nike. Dann habe ich hier noch ein Sport-BH und zwar von Puma. Hier muss ich sagen, sieht wirklich sehr, sehr schön aus, ist allerdings nicht so bequem wie hier. Trotzdem kann man damit so einige coole Outfits kombinieren, was ich schön finde. Hier ist keine Füllung, aber trotzdem sind das so zwei Stoffstücke, die aufeinander liegen, sodass man halt nichts durchsieht. Und hier hinten so sportlich geschnitten. Ich finde, bei Sportsachen kann man ein bisschen mehr investieren, weil die benutzt man ja auch sehr viel und die werden so ein bisschen strapaziert. Deshalb, wenn ihr da in ein, zwei Marken investiert, wird das schon besser sein, als wenn ihr immer nur günstige Sachen kauft. Wobei ich sagen muss, dass die Sport-BHs bei H&M auch sehr gut heilen. Die sind jetzt allerdings nicht so bequem wie bei Nike zum Beispiel. Und dann habe ich hier so eine Kette gekauft. Diese Kette habe ich schon in Gold. Eigentlich ist das so eine Bauchkette. Wenn man Bauch frei hat und dann diese Kette noch dazu anhat, sieht sehr schön aus. Allerdings habe ich die mir dieses Mal in Silber bestellt und eine Größe größer. Letztes Mal hatte ich SM, jetzt habe ich ML und wollte damit halt das hier machen und es hat super gut geklappt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So sieht das Ganze aus. Einfach so über mein Handgelenk drum gewickelt und dann hier nach vorne geholt. Sieht wirklich sehr süß aus. Und was man damit noch machen kann, man kann es halt auch als Halskette benutzen und dann entweder so komplett runterfallen lassen oder zweimal als Doppelschicht quasi benutzen. Wirklich eine sehr vielfältig einsetzbare Kette. Dann zeige ich euch mal die Sachen, die ich bei Shein mir wieder aussuchen durfte. Alles, was ich mir bei Shein ausgesucht habe, werde ich euch unten verlinken und euch auch die Größen hinschreiben. Ihr wisst schon von anderen Videos von mir, bei Shein sind die Größen immer so ein bisschen anders, aber es gibt immer eine Größentabelle und darauf könnt ihr wirklich vertrauen. Ich habe schon so viele Sachen von Shein und kann euch sagen, zweimal lag ich mit der Größentabelle daneben. Alle anderen Male waren vollkommen in Ordnung. Ich habe hier so ein Cardigan, einfach komplett basic, fühlt sich gut an auf der Haut. Was ich aber vom Foto her gedacht habe, ist, dass der hinten etwas länger ist. Ist er leider nicht, wenn ich den anhabe, dann ist der vorne ein Ticken länger als hinten. Ansonsten sehr kuschelig und hält auch schön warm. Ich habe eine Sache bei Zara gekauft und zwar ist das eine Bluse. Diese Bluse ist eigentlich ein Body. Das finde ich gut, weil dann rutscht da nichts raus im Laufe des Tages, wenn man die Bluse in die Jeans reintun möchte oder in den Rock. Dann hat man ja meistens das Problem, dass rechts und links immer so ein bisschen was rausguckt. Hier passiert das nicht, weil es ein Body ist. Hier kann ich euch aber empfehlen, eine Größe größer zu holen, wenn ihr vom Oberkörper her ein bisschen länger seid. Ich habe das Problem immer bei Bodies und hier habe ich das auch. Deshalb habe ich mir da eine Größe größer geholt. Das Schöne ist, dass das Ganze hier vorne aussieht wie so ein Blazer, aber eigentlich eine Bluse ist. Also wirklich sehr süß. Hier waren noch so Polster drin, die habe ich rausgemacht. Bei mir sieht das halt gar nicht aus, weil meine Schultern von sich aus schon etwas breiter sind. Da brauche ich dann keine Polster noch dazu.
Bei Shein habe ich dann noch sowas gefunden. Richtig süß. Und zwar ist das hier so ein Bralette, nennt man das, glaube ich. Kann man entweder wirklich als BH anziehen oder wenn man eine Bluse anhat, die etwas weiter offen ist. Oder einen Pulli anhat, wo man so die Schultern oder so sieht und dann noch so ein bisschen spitze hier und da rausguckt. Finde ich wirklich sehr süß. Deshalb habe ich das hier mitgenommen. Sitzt auch sehr gut. Das Gute ist, hier ist noch ein Reißverschluss, was ich am Anfang nicht gesehen hatte und mich da so voll reinquetschen musste. Aber mit dem Reißverschluss ist es auf jeden Fall viel angenehmer. Dann habe ich irgendwie aus Versehen diese Lederjacke wohl bestellt. Irgendwann habe ich sie dann in den E-Mails gesehen und dachte mir, hä, habe ich die wirklich bestellt? Und dachte, vielleicht haben die aus Versehen das Produkt in die Mails reingepackt. Aber als das Päckchen ankam, war die Jacke wirklich da drin. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine Michael Jackson Jacke, finde ich. Erinnert mich so daran mit diesen goldenen Details an beiden Armen. Etwas größer geschnitten. Das ist jetzt größer M, aber trotzdem wirklich ziemlich locker. Kann man mal machen. Hätte ich mir jetzt eigentlich nicht so bestellt. Irgendwie ist da irgendwas falsch gelaufen. Vielleicht habe ich auf den falschen Link geklickt und den falschen Link an die Nette von Shein gesendet. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber werde ich hin und wieder mal bestimmt anziehen. Habe ich eine Jacke, bei der ich wirklich überrascht war. Also ich dachte, das wäre eine Lederjacke. Ist es aber nicht. Das ist so ein sehr dicker Stoff, aber halt kein Leder. Das ist sowas wie Wildleder, so ein wenig. Sieht ganz anders aus als online, aber ich kann euch sagen, die ist viel wärmer, als ich mir gedacht habe, weil das ist ein wirklich sehr dicker Stoff. Also diese Jacke würde ich auf jeden Fall um einiges wärmer halten, als man es denkt. Was ich schön finde, ist diese wunderschöne Farbe und wie die Jacke sich anfühlt. Wirklich sehr schön und die sitzt auch gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte bei dieser Jacke so ein bisschen Angst, dass die nicht gut sitzt, aber die sitzt wirklich sehr gut. Ich wünschte, hier innen drinne wäre nochmal so ein durchgehender Stoff, dass man hier diese kleinen Stoffe, die aneinander genäht worden sind, halt nicht sieht, aber naja, ist nicht schlimm. Dann habe ich so eine Musikerbluse. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Beethoven-like, aber wirklich sehr süß. Sehr süß. Ich mag sowas sehr gerne. Mit einem Rock und dann einem Pferdeschwanz, dass das hier so ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Sehr süß. Leider habe ich hier schon Make-up-Flecken reingemacht, aber ich probiere die Sachen halt immer erst an und möchte danach erst vor der Kamera über sie erzählen, weil ich möchte halt gucken, wie sie sitzen und wie sie fallen. Dann kann ich mehr dazu erzählen. Hier an den Armen auch mit so süßen Details. Wirklich sehr schön. Man sieht hier wie bei einem ganz normalen Hemd oder wie bei einer ganz normalen Baumwollbluse, sieht man hier auch durch, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Muss man nicht unbedingt noch irgendwas drunter anziehen. Wirklich sehr süß. Also könnte genauso gut auch von Zara sein. Das Oberteil, was ich jetzt anhabe, das ist so ein Hoodie, ist auch von Shein. Hier steht New York drauf auf beiden Armen. Und ich finde es sehr schön, dass diese Dinger hier so lang sind. Das finde ich wirklich sehr schön, mal was anderes. Und ich finde es gut, dass die Arme so schön lang sind. Dann habe ich mir so ein Hoodie-Kleid bestellt. Ich fand diese Details sehr schön mit den Perlen. Allerdings muss ich hier sagen, das ist mir zu kurz, um das Ganze als Kleid anzuziehen, aber auch zu lang, um es nur als Oberteil anzuziehen. Also da muss ich wirklich gucken, was ich mache. Wahrscheinlich werde ich noch so einen Rock mit dazu anziehen und dann eine schwarze Strumpfhose, wo man ein bisschen durchsieht und dann Sportschuhe dazu. Sieht dann bestimmt sehr cozy aus. Was schön wäre, wenn dieser Stoff etwas dicker wäre, weil so habe ich mir das vorgestellt. Ist aber wirklich ziemlich dünn, wenn ihr das so sehen könnt. So dünn wie ein normales Oberteil und nicht eher so dick wie ein Jogginganzug oder wie ein Trainingsoberteil. Dann habe ich mir einen Rock bestellt. Wirklich sehr süß, wenn man den anhat. Nur das Ding ist, man ist erstmal überrascht darüber, wie dünn dieser Rock eigentlich ist. Also der wird euch auf jeden Fall nicht warm halten, sieht aber trotzdem sehr schön aus. Ich finde den Schnitt sehr schön mit den Knöpfen hier. Bei den Knöpfen muss man allerdings aufpassen, weil die sind so leicht dran gemacht, dass man hier die Seite immer wieder mit rausreißt, wenn man den Rock aufmachen möchte. Also es ist von der Qualität her nicht so hochwertig wie andere Röcke, die ich von Shein habe. Deshalb, wenn ihr eher so etwas qualitativere Sachen möchtet, dann
nicht mit diesem Rock, aber wenn ihr so einen Rock schon immer wolltet, mit dem Schnitt und der Farbe, kann ich euch trotzdem empfehlen. Man muss dann halt gucken, dass man so reinschlüpft, ohne alle Knöpfe aufzumachen. Vielleicht nur den obersten Knopf. Muss man mal sagen, meistens finde ich die Qualität wirklich sehr gut. Kann ich immer mit Mango, Zara und H&M vergleichen. Allerdings ist das hier jetzt ein Teil, wo man sagen könnte, okay, das ist von einem etwas günstigeren Online-Shop bestellt. Dann habe ich so ein Kleid. Bei diesem Kleidchen muss ich erstmal gucken, ob ich mich traue, weil ist schon ein bisschen auffälliger mit diesem glänzenden Stoff und dann glänzenden Blumen und dann diese Rüschen, also wirklich ein bisschen kitschig, aber vielleicht kann man das noch irgendwie tragbar kombinieren. Ich finde es sehr süß, ich freue mich auch schon darauf, das Kleid mit irgendetwas zu kombinieren, dass es mir dann am Ende gefällt. Wird allerdings eine kleine Herausforderung für mich, aber trotzdem von der Qualität her sehr schön, wirklich schön dick. Also das ist ein Kleid für den Winter mit etwas dickeren Strumpfhosen. Jetzt zu meinem H&M-Einkauf. Und zwar habe ich da ein T-Shirt bestellt. Habt ihr schon in irgendeinem Video, glaube ich, gesehen. Wirklich sehr süß. Ich finde, diese T-Shirts gibt es im Moment überall, aber es sind nicht alle schön und das hier ist wirklich sehr süß. Man kann hier so durchsehen, muss man aufpassen, was man drunter anhat. Ich finde das hier sehr schön, was hier so draufsteht und diese Musterung wirklich sehr süß. Kann ich euch nur empfehlen. Dann das Oberteil hier und zwar ist das auch cropped. Ich mag diesen Stoff, so ein Velour. Sieht wirklich sehr süß aus und ich finde sowas hält auch immer schön warm. Ich finde es sehr schön, dass das Ganze so silbrig rüberkommt und trotzdem wirklich sehr günstig ist. Ich finde, es sieht ein bisschen hochwertiger aus. Cooler Schnitt mit langen Ärmeln, kann man zu vielem kombinieren, zu High-Waist-Jeans oder zu Röcken. Dann aus demselben Stoff habe ich dann noch so ein Röckchen. Kann man sehr süß mit allen möglichen Oberteilen kombinieren. Ich wollte mal so einen Flatterrock haben, wirklich sehr süß. Einfach in einem ganz normalen Schwarzton. Dann habe ich mir, wie bei Shein auch, noch so ein Bustier bestellt. Und zwar sieht das Ganze so aus. Kann man ebenfalls mit einer Bluse anziehen, die etwas weiter geschnitten ist. Oder mit irgendwelchen süßen Winteroberteilen, die man über die Schulter noch so trägt. Und dann das hier so ein bisschen rausgucken lässt. Sehr süß. Die Farbe ist sehr schön. Fühlt sich gut an auf der Haut. Hier das Äußere ist innen etwas rauer, so dass es sich auf der Haut schöner anfühlt. Wirklich ein sehr schöner Stoff. Dann habe ich so ein Ballerina-Oberteil. Ich finde, das hier erinnert mich voll oft an Ballerina, dieser Schnitt. Kennt ihr den Film Step Up? Kennt ihr bestimmt. Und im ersten Teil hat die Hauptdarstellerin immer so etwas an. Immer wenn sie ihre Balletttänze übt. Sieht so süß aus. Erinnert mich immer an diese Zeit. Das war eine sehr schöne Zeit. Deshalb mag ich das Modell auch. Und das ist mal ein Oberteil, was sich auch wirklich schön anfühlt auf der Haut. Sowas mag ich hier am liebsten. Ich habe jetzt noch zwei Röcke. Und zwar einmal so ein Rock. Im Moment ist ja diese Musterung sehr in. Finde ich sehr süß. Sitzt gut und hat hier diese süßen Details, wo hier dann auch wirklich richtige Taschen drin sind. Das finde ich ja immer sehr wichtig, wenn die Taschen nicht so komplett zugenäht sind oder nicht fake sind, sodass da unten drunter eigentlich gar keine Tasche ist. Ich finde es gut, dass hier so echte Taschen sind, dann kann man die Hände so cool da reinstecken. Wenn man das Ganze jetzt im Alltag anziehen möchte oder auf der Arbeit, passt beides. Und dann habe ich hier noch so einen Rock. Sieht so aus. Das hier ist vorne. Und zwar kann man hier vorne noch eine süße Schleife reinmachen. Könnte man jetzt im Winter bestimmt auch mit einer Strumpfhose anziehen, aber ich kann mir das Ganze im Sommer irgendwie besser vorstellen. Ich werde es mal versuchen, aber ich glaube, das wird eher so ein Sommerrock für mich. Wirklich sehr süß hier mit dieser Musterung, dass man das so zerknickt hat und dann genäht hat. So, das war's dann mit meinem Einkauf. Alle Links, die ich finde, werdet ihr auch unten in der Infobox finden. Ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Und schreibt mir mal bitte unten rein, ob ihr mehr Hauls sehen möchtet. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Tschüss.